Zanotti, formerly of Swiss Radio International, now SwitzerlandInSound.com, in Switzerland. And you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA. And www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net. Hallo, liebe Freunde, schönen guten Abend. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai 2000. Wir sind in der Technik am Tag der Techniker für die Lande. Und jetzt ist mit Nachlage für die Lande. Mein Name ist Israel. Bevor wir zum eigentlichen Info, zur eigentlichen Sendung kommen, möchte ich Ihnen darauf hinweisen, dass Sie uns schon seit einigen Tagen hier auf der Kurzwelle empfangen können. Und zwar live von 21 bis 22 Uhr, Montag bis Freitag, auf 3985 Dienstag bis Samstag wird dann die Wiederholung der Sendungen ausgestrahlt auf 6005 kHz von 9 bis 10 Uhr weltweit. Diese Sendungen erfolgen aus Deutschland ein. Und Montag bis Freitag können die Sendungen via WRMI in den USA auf 11.580 kHz empfangen werden, und zwar von 21 bis 22 Uhr Weltzeit. Gesendet wird da die jeweilige Sendung zum Vortag. Und interessant hierbei ist, dass sie für den richtigen Empfang die Richter eine nummerierte Sonderkarte von Weiß geben soll. Empfehlenswert ist es, wenn Sie uns per E-Mail schreiben, dass Sie vielleicht eine Aufzeichnung schicken, die 2- bis 3-minütige Ton- oder Videoaufzeichnung schicken von der empfangenen Sendung. Und dass Sie schreiben Ihren Empfangsbericht, die Kosten, die E-Mail-Adresse lautet rheideutsch@yankeealpha-hotel-oscar.com/oscar-mike.alpha-romeo. Und Postadresse lautet Rai, also Romeo Alpha Eco, Oscar 555, Oscar 510, Charlie Intelligent Whiskey Alpha Foxtrot, Buenos Aires, Argentina. Aber wir kommen dann, liebe Freunde, zu den wichtigsten Schlagzeilen heute. Vertreter der brasilianischen Firma Udertrecht haben unter Redungen mit dem argentinischen Bundesjustizminister Germán Garabano geführt. Es wird versucht, ob und an wen mutmaßliche Schwierigkeiten